Hallöchen zusammen, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, hat sich im Hintergrund ein bisschen was getan. Auch hier in der Taskliste. Ich habe mal die ganzen Werkzeuge aus Eisen gebaut. Hab uns hier noch zwei Spitzhacken auf Reserve. Die werden wir ohnehin verbrauchen, früher oder später. Dann habe ich hier uns ein paar Nahrungssachen vorbereitet. Hier habe ich noch ein paar Sticks und ein paar Planks. Denn ich möchte gerne heute mit euch das Thema Nahrung angehen und die ersten Tiere, damit es uns einfacher fällt für später dann. Hier habe ich nun eine ordentliche Wasserquelle gemacht und hier habe ich schon mal ein bisschen Wasser reingekippt, damit wir hier dann auch schön den Zuckerrohr anpflanzen können. Und dafür nehmen wir jetzt schon mal den Zuckerrohr in die Hand und pflanzen ihn hier einmal komplett dem Wasserrand entlang. Ich habe jetzt oben habe ich noch ein bisschen was. Und ich möchte gerne, dass man hier nicht immer reinfällt in diese Wassergrube. Nenne ich es jetzt einfach mal. Mache ich das jetzt hier wieder mit Erde zu. Und trotzdem kann hier das Zuckerrohr schön wachsen. Und es kommt uns auch nicht wirklich in die Quere. Denn das erste Gebäude möchte ich noch nicht hier oben bauen. Das ist jetzt unser Niederlassungsort. Und das erste Gebäude wird wahrscheinlich hier irgendwo da unten entstehen oder da hinten. Aber das schauen wir dann. Dann habe ich hier uns schon mal ein Ackerland gebaut oder schon mal vorgefertigt, damit wir hier Weizen anpflanzen können und ein bisschen Kartoffeln. Ist jetzt noch nicht die Menge, die wir haben, aber wir können ja hier mit der Faust das Gras kaputt machen und wir bekommen ja hier die Samen raus. Damit können wir ja dann Weizen anpflanzen. Ja, bevor wir jetzt aber hier das Weizen anpflanzen, möchte ich gerne noch ein kleines Gehege bauen. Eine kleine Zaunecke, damit wir uns die Tiere, die wir nachher ranholen, auch einsperren können, vorübergehend. Dafür nutzen wir die Eichenholzzäune jetzt. Wir haben hier ja noch Dschungelholz. Das können wir auch noch verkraften oder verbauen komplett. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr zwingend. So, dann machen wir hier noch zwei, drei Zäune. Machen wir mal drei Stück. Das müsste eigentlich reichen von den Zauntoren. Ich möchte aber gerne noch ein paar mehr vom Zaun selber. Da nehme ich jetzt halt Dschungelholz, dann mischen wir das Ganze ein bisschen. Fürs Erste stört das mich jetzt nicht wirklich. Dann schlafen wir noch kurz, damit wir wieder Tag haben und uns keine Tiere in die Quere kommen, oder keine Mobs in die Quere kommen. Und jetzt möchte ich gerne die Tiere irgendwo einsperren, irgendwo ein Gehege bauen, wo wir die einsperren können. Komm, wir machen das gleich hier. Da stört es jetzt uns auch noch nicht wirklich. Dann sind die mal vorübergehend hier stationiert. Und dann können wir die später dann immer noch umplatzieren, umsiedeln. Einfach damit wir hier schon mal ein paar Tiere überhaupt einsperren können. Zum Beispiel die Kühe oder auch die Schafe. Die möchte ich auch gerne hier haben. Dann machen wir hier ein Gehege. Jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen Platz gemacht und hier können wir jetzt noch mal so ein Gehege bauen. Aber ich mache das immer gerne einen Abstand von den Grasblöcken weg oder vom Erdblock weg. Einfach aus dem einfachen Grund, damit wenn hier Zombies oder Skelette oder so kommen oder Creeper, dann laufen die nicht in das Tiergehege rein und so sind die Tiere auch geschützt. Dann müssen wir nicht Angst haben, wenn da ein Creeper drin steht plötzlich, dass wir auch noch die Tiere schlachten, die wir eigentlich noch gar nicht geschlachtet haben möchten. Und jetzt haben wir hier die zwei Gehege. Es gibt noch einen kleinen Trick, das zeige ich euch nachher, sobald wir da fündig geworden sind. Die Tiergehege, die stehen schon mal, die zwei Stück.
Und das heißt, wir können uns auf die Suche machen und Schafe ranholen. Minimum von jedem Tier 2 Stück, also 2 Kühe und 2 Schafe. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal in irgendeine beliebige Richtung. Da unten sehe ich schon Schafe und Kühe. Perfekt. Dann lass uns das Weizen gleich in die Hand nehmen und schon mal die ersten Schafe ranholen, damit wir dann später die Wolle schon mal haben. Denn für die Leute, die schon ein bisschen dabei sind hier auf meinem Kanal, die wissen mittlerweile, dass ich sehr gerne mittelalterlich baue und dass ich sehr viel mit weißer Wolle kreiere oder bastel. Aber ich nehme auch ab und an mal gerne ein bisschen Diorit. Das hat auch noch so eine kleine, ja, eine interessante Struktur. Da kommt mal mit. Ihr geht da mal rein. So, ja. Ihr seid so doof, ne? Echt? Ihr seid so blöd. Wow, Gratulation, ihr habt's geschafft. Bin schon fast stolz auf euch, hey. Ja, und gleich ein Babyschaf. Tada! Hallo Baby. So, die ersten Tiere sind da. Und jetzt holen wir noch kurz die 2 Kühe ran. Damit wir die auch schon haben. Damit wir später dann Leder und Fleisch als Nahrungsquelle nutzen können. Ich möchte jetzt aber das graue Schaf eigentlich nicht dabei haben. Genauso wie das weiße Schaf. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Ja, es gibt noch die Möglichkeit, dass wir die Tiere mit einer Leine ranholen. Jedoch brauchen wir für die Leine Leinbälle und die haben wir noch nicht. Von daher nutze ich jetzt das mit dem Weizen. Das dauert zwar ein bisschen länger, weil du nicht sprinten kannst und immer wieder mal anhalten musst, weil die Tiere sonst nicht nachkommen. Wie ihr seht, die Schafe, das Schaf da hinten haben wir schon abgehängt bzw. verloren. Und die Tiere, ja, die sind nicht so die schnellsten. Hallo, kommt da. Kommt mit. Hallo. Ich glaube, die wissen, was ihnen blühen wird nachher. Kommt mit. So, und jetzt einzeln. Die Tiere in Minecraft, die sind echt doof, ne? Die sind echt zu doof für alles. Wow, gratuliere. Herzlichen Glückwunsch, du. So, und gleich eine Babykuh draus machen. So, jetzt ist es aber so, dass wenn ihr hier die Tiere vermehrt, die ganze Zeit, immer und immer wieder, irgendwann ist das Gehege voll. Damit das kein Problem oder kein Hindernis wird für uns, nutzen wir jetzt kurz eine Schere. Die craften wir kurz und nehmen hier schon mal vom Schaf die Wolle weg. Wenn ihr das mit der Schere macht, bekommt ihr auch mehr Wolle raus, wie wenn ihr das normal schlachtet. Dann machen wir hier Teppich draus, bekommen wir 3 Stück. Und jetzt setzen wir hier irgendwo, ja komm, machen wir das hier, setzen wir hier einen Teppich drauf, machen wir hier das gleiche. Und jetzt jedes Mal, wenn ihr da ins Gehege rein möchtet und hier aber das Gehege schon voll ist und ihr Angst habt, dass wenn ihr das Tor aufmacht, dass die Tiere abhauen, dann könnt ihr hier auf den Teppich raufspringen und reingehen. Und so kommt ihr auch wieder raus und die Tiere können hier nicht drauf springen, auch die Mobs nicht. Nur wir als Spieler selber kommen hier auf den Teppich und das ist ein riesiger Vorteil. Das hilft uns extrem, denn so müssen wir keine Angst haben, dass die Tiere abhauen. So, jetzt haben wir da keinen Platz mehr drin. Das heißt, ich gehe jetzt nach unten, nehme hier das Weizen mit, nehme die Kartoffeln mit, also die Samen. Ja, rote Beete. Ja, wir können auch noch rote Beete anpflanzen, komm. Ja, wenn wir es schon haben, machen wir das jetzt gerade kurz. Einmal Zuckerrohr ausrüsten und hier noch einen erweitern. Und hier habe ich, wie ihr gesehen habt, das Ackerland schon mal vorgebastelt. Und dann machen wir hier Kartoffeln noch. Und hier haben wir noch rote Beetesamen. Und jetzt warten wir einfach, bis wir hier, bis das ganze Nahrungszeug gewachsen ist und wir das abbauen können, ernten können.
Da gibt es auch noch so zwei, drei kleine, ja, Lifehacks, sag ich jetzt mal, wie ihr das Ganze ein bisschen vereinfachen könnt, damit ihr mehr von dem ganzen Zeug, wenn ihr da das Zeug aberntet, dann bekommt ihr immer eine bestimmte Anzahl an Weizen, Kartoffeln, rote Beete, Karotten und so weiter, bekommt ihr eine bestimmte Anzahl zurück. Und da gibt es einen kleinen Trick, dass man da ein bisschen mehr bekommt und das Ganze ein bisschen beschleunigen kann. So bist denn du da bei Ferdinand? Seid ihr jetzt beste Freunde oder was? Na gut, dann beschützt du Ferdinand. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, da noch ein bisschen vom Kirschblütenholz mitgenommen. Ich habe noch Eichenholzsetzlinge mitgenommen. Ich habe noch Birkenholzsetzlinge mitgenommen. Die möchte ich gerne hier noch ein bisschen anpflanzen. Einfach so ein paar Stück. Müssen nicht enorm viele sein, aber einfach ein paar Stück, damit wir hier auch wieder dann bald möglichst ein bisschen Holz haben, womit wir uns dann die Tools craften, die Sticks machen und auch für den Häuserbau. Das ist mir schon sehr wichtig. Dann unten bei dem Nahrungsfeld hier, das können wir beschleunigen, indem wir Knochenmehl nehmen. Jetzt müssen wir aber erst ein paar Slabs bauen und hier auf der Java Edition macht ihr das so und auf der Bedrock Version, da ist das Crafting Rezept ein bisschen anders. Dann haben wir einen Komposter und den können wir verwenden. Ich setze jetzt den einfach mal, da kommt, den setzen wir gleich unten hin. Wir haben ja noch Knochen gefunden von der letzten Erkundungstour haben wir noch Knochen gefunden. Die nehme ich jetzt auch noch kurz mit. Und jetzt gehen wir hier einfach da. Ja, ich setze ihn jetzt mal hier hin. Und jetzt können wir da noch das Weizen anpflanzen. Das sind zwar nur drei Stück, aber es sind drei Stück. Dann, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte diese Blütenblätter hier gar nicht mehr haben, dann könnt ihr die hier mit Rechtsklick, könnt ihr die da reinlegen oder reinsetzen. Und dann wird hier Knochenmehl draus. Wenn das hier so aussieht oben, wenn das oben weiß ist, bei euch sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus mit dem Texturenpaket, das ich jetzt drin habe. Es ist ein bisschen detaillierter gemacht. Dann nochmal rechtsklicken und wir bekommen Knochenmehl und damit können wir jetzt hier das Weizen hochziehen. Das geht aber auch, indem wir die Knochen nehmen und hier in den Crafting-Slot setzen. Können wir hier auch Knochenmehl rausbekommen durch die Knochen. Dafür verwende ich gerne so eine Skelettfarm. Da bekommst du Unmengen an Knochen. Da kannst du so viel schneller Knochenmehl machen, bekommst auch viel mehr. Denn hier, wie ihr jetzt gesehen habt, das waren 27 Stück und alleine 25 Stück davon von diesen Blütenblättern da reinlegen, nur für ein einziges Knochenmehl. Das ist ein bisschen, ja, das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Und jetzt hier, das ist jetzt ausgewachsen, das können wir jetzt abernten und bekommen hier wieder Samen raus und ein Weizen. Dann können wir die Weizen hier wieder anpflanzen und dann nehmen wir hier die Samen, setzen die da wieder rein. Und das könnt ihr jetzt so lange machen, bis ihr sagt, ich möchte das ganze Feld jetzt einmal voll haben. Dann können wir das mit dem Weizen hier so dran lassen, dass wir hier das ganze Weizen immer wieder hochzüchten. Mit dem Knochenmehl. Und dann geht das Ganze schon ein bisschen schneller. Definitiv. Jetzt fehlt genau ein Samen, ne? Ja, das lasse ich jetzt aber. Und so könnt ihr das Ganze ein bisschen schneller hochzüchten mit Knochenmehl, wenn ihr da schon Knochen gefunden habt. Aha, die Bäume sind auch schon gewachsen. Super. Dann nehme ich jetzt hier das Weizen, was wir da haben. Und wir werden jetzt hier wieder zwei Schafe miteinander kombinieren und hier die zwei Kühe. Dann gibt es wieder eine Babykuh. Dann haben wir hier schon vier Kühe drin und hier schon vier Schafe. Das ist perfekt. Dann können wir uns noch die Schere nehmen und die gleich nochmal scheren, diese Schafe hier, damit wir die Wolle haben. Und das hier mit dem Teppich, das ist so genial, dieser kleine Trick. Oder dieses kleine Gadget, das ist so, das macht so viel aus, ne? So, und wir haben jetzt hier schon 12 Wolle, die wir verwenden können zum Bauen. Oder
für was anderes, je nachdem, was ihr möchtet. Und dann verräume ich hier das ganze Zeug wieder. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Dieser Baum, den möchte ich hier noch nicht setzen, denn er lässt halt diese Blütenblätter, die wir hier vorhin verwendet haben, für das Knochenmehl, die lässt er halt liegen. Die setzt er ab auf den Boden. Und ich möchte die jetzt noch nicht dahin setzen, sonst muss ich hier alles wieder abernten gehen. Und das ist ein bisschen sehr viel Aufwand irgendwann. Und deswegen lasse ich das jetzt aber noch. Wir werden diese Kirschblütenbäume hier, werden wir aber auf jeden Fall auch noch pflanzen in den kommenden Folgen. Damit möchte ich gerne die heutige Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.